Moin, ihr Fuchs da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Spyro the Dragon. Im letzten Part haben wir mit der Schrumpfkanone hier alle Feinde klein gemacht und somit jetzt eigentlich die perfekte Gelegenheit, uns in diesem kleinen Extrabereich davor zu arbeiten, wo wir vorher nicht hin konnten, weil da die Dickmeier davor standen. Das sollten wir jetzt eben, ach, da war noch Rubine, eben schnell machen. Machen wir jetzt auch eben schnell. Und dann geht's aber erstmal zu Lofty, nee, Haunted Towers oder sowas. Ja. Hallo Pilz. Erstmal ihn hier klein. Hau ab, hau ab. Wir haben uns um den Mann halt an der Kanone gekümmert, deswegen werden die jetzt nicht mehr groß oder klein, weil der Typ, der das gemacht hat, nicht mehr da ist. Ja, Grüße gehen raus an ihn. Auch ein scheiß Job. So. Und deswegen können wir da hinten nämlich jetzt durch die Tür durch. Weil die jetzt nicht mehr groß oder klein werden, sondern die bleiben jetzt so gubbelig, wie sie sind und wir haben kein Problem mehr, da durchzukommen. So, das war Dark Passage. Das hatten wir gemacht. Okay. So, dann eben fix da rüber geflogen. Und mit aller Liebe die Tür freigeräumt. Na, siehste. Kurz gucken, was dahinter ist. Vielleicht noch ein Drache. Wie sieht es eigentlich drachenmäßig aus hier? Ne, haben wir schon alle. Hier gibt es nichts mehr an Drachen, aber noch Level. Hier wird vermutlich das Fluglevel sein. Fies und versteckt. Okay, okay, let's do this. Moin. Was macht ihr denn hier? Ah, da gehen irgendwelche Sachen hoch. Ach du meine Güte. Okay. Ich habe dann eine gewisse kurze Zeit, darüber zu kommen. Ich verstehe. Hab ich jetzt den anderen erwischt oder nicht? Nein, der lebt immer noch. Du musst sterben. Okay, das war Glück. So, kommen wir den einen, konnten wir uns komplett sparen. Also man braucht eigentlich nur den einen. Der andere ist sinnlos. Dunk, 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 dunk. So, okay. So, dann kommt hier wahrscheinlich, ist das das Fluglevel. Vermutlich. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Doch, da. Ice Flight. Das wird eklig. Wir machen es trotzdem kurz. Einmal reingucken. Ich gucke da ja immer wenigstens einmal rein, ne? Man kriegt ja trotzdem meistens noch ein paar Rubine raus. Beziehungsweise Juwelen. Ihr seht, ich habe wieder Zelda gespielt, ne? Ein paar Juwelen kriegt man da meistens ja trotzdem raus. So. Wie sieht's denn hier aus? Jo, läuft doch. Erstmal ein paar. Oh. Leuchttürme anfackeln hier. Läuft, läuft, läuft. Moin. Moin. Oh, scheiße, einen verpasst. Läuft bei mir. Oh, fuck. Immer noch einer zu wenig. Jo, das hat nicht so viel funktioniert. Nö. Nö. Versuchen wir nochmal, ne? Das läuft nicht so gut. So, let's try it again. Oh, wieder einen vorbeigeeiert. Oh, ich und die Leuchttürme. Ich und die Leuchttürme. Da hinten war noch einer. Deswegen wäre das nichts geworden. So, okay, ich gehe jetzt mal hier lang. Hier scheint es irgendwelche Züge zu geben. Jo, moin. Hoppala. Oh, und irgendwelche Paraglider. Also, es ist. Abwechslung ist auf jeden Fall. Für Abwechslung ist gesorgt, ne? Man kämpft nicht immer gegen die gleichen Sachen. Helikopter sind das offensichtlich. Au, oh, scheiße, einen fast vergessen. Ah, doch, läuft. So, okay, jetzt haben wir das fertig. Jetzt sind wir wieder bei den Leuchttürmen. Jetzt muss ich nur noch den einen Leuchtturm da anhauen. Und diesen Leuchtturm. Dann haben wir auch die Leuchttürme. So, guck mal, schon gibt es ein bisschen Kohle wenigstens. Ah, naja, abgesoffen, egal. Ein bisschen Kohle haben wir raus. 120. Nö, reicht mir. Reicht mir. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht so derjenige, der jetzt diese Fluglevel abrendern muss da ohne Ende. Läuft doch. Wir haben ein bisschen was gekriegt. Bin zufrieden, bin zufrieden. Juwelen gehen rein, wir haben auch bald die 8000 voll. Ich glaube, für Gnasty Gnog braucht man 10.000 am Ende. Bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, es war so. So, was ist das hier für ein Ort? Da kamen wir her, ne? Ja. Ne, okay. Dann machen wir uns jetzt auf zu dem nächsten Level. Gefunden hatten wir es ja schon. Ach, er ist wieder da. Er ist wieder da. Ja. Voll die Bescheuerten, ey. Läuft bei euch. Moin, moin, moin. Ich habe jetzt keine Zeit für euch, ich muss zum nächsten Level. Das ist das da hinten, was wir einfach ignoriert hatten. Huhu! Na? Mit der Kanone kannst du mich leider nicht verletzen, das ist das Problem, ne? Da ist nichts mit verletzen. So, dann Manteau. Eben hier gelandet und dann eben rüber. Jetzt ist ja Ruhe im Karton hier.
So, warte, jetzt muss ich eben noch hier einsammeln. Irgendwas geht hier ganz kurz hoch. Ich habe keine Ahnung, was das denn ist. Ach, das hier. Ah. Fieser Möb, ey. Na gut, haben wir das auch geschafft. So, und dann rein nach Haunted Towers. Das klingt doch schon total angenehm, oder? Da hat man doch Bock rein. Und wenn so ein Level schon so heißt, hast du auch richtig Bock drauf. Haunted Towers. Na, ich habe noch Kaffee. Meine Tasse sagt mir, er wird langsam kalt. Ich muss mal ein bisschen mehr trinken. Bist du tot? Hallo? Er scheint tot zu sein. Er lebt nicht mehr. Okay. Oh, es scheint ein etwas größeres Level zu sein. Moin, bist du ein Ritter? Das sieht ja cool aus. Oh, wirf Granaten! Was geht denn hier ab? Und was machst du? Ich habe keine Ahnung. Was macht man denn gegen so ein Biest hier? Ich habe keine Ahnung, was wir gegen die tun sollen. Erstmal noch nichts, würde ich sagen. Vielleicht hat diese Fee eine Idee? Ach, hier. Oh, okay. Ich bin jetzt erregt, offensichtlich. Du Scheiße, Mann. Ah, guck mal. Jetzt. Ah, alles klar. Also ein heißer Kuss einer heißen Fee macht mich ganz wuschig. Und lässt mich dann. Oh, toll. Dinge kaputt machen. Wenn man schnell genug ist. Ich war zu langsam. Müssen wir nochmal wieder einen Schuss holen. Scheiße, Mann. Was geht denn hier ab, Mann? Gib mir mal nochmal einen Bussi. Oh, yo. Oh, Spyro, ey. Nee, im Herzen sind sie doch alle gleich. Im Herzen sind sie doch alle gleich. Oh, fuck. Gut, gut. Jetzt sind alle Gegner, glaube ich, wieder... Oh, was war das? War so ein bisschen huckelig, ne? Hat gerade so ein bisschen gehuckeligt. Moin. Ich habe keine Zeit für euch. Ich muss hier durch. Okay, so. Gib's mir nochmal Bussi. So, warte. Jetzt eben schnell. Oh, jetzt haben wir auch alle. Und den am Anfang ja auch noch. Ach, scheiße. Da ist bestimmt irgendwo. Oh, der wirft noch einer Granaten. Ja, hallo. Kannst du mal aufhören? Der Anfangs-Mogli hat 100 Pro auch noch irgendein Secret. Deswegen lass uns den auch mal nochmal anzünden. Ich wette, da passiert auch irgendwas. Bin ich mir ziemlich sicher. Gib mir mal nochmal einen Bussi. Ich muss ja auch denken, Mann, hat der das aber nötig? Das darf doch nicht wahr sein. Das ist so dünn alles hier. Ich kacke hier die ganze Zeit ab. Es geht die ganze Scheiße wieder von vorne los. Das Blöde ist halt, dass alle Gegner wieder da sind. Dann fange ich wieder bei Null an. Das ist fürchterlich. Mehr Obacht, offensichtlich. Bussi, bitte nochmal. Ich musste leider nochmal tun, das bringt nichts. Ich weiß, ich bin ein kleiner, notgeiler Drache, der dir einen Bussi gibt. So, mal eben. Ah, hat noch, für ihn hat es noch gereicht. So, und jetzt machen wir das Ganze nochmal in aller Liebe und aller Ruhe und gemütlich und versuchen mit unserem Drachenatem bis nach ganz hinten zu kommen, ohne runterzufallen. Spyro, wir haben gar nicht so viel Druck, deswegen machen wir ganz gechillt jetzt, kein Stress. So. Läuft doch. So, jetzt gehst du hier schön lang, vorsichtig und zündest den an. Na, und es war so klar, dass da was ist. So, nun in aller Ruhe, ganz entspannt, ganz entspannt. Jetzt habe ich erstmal den Scheiß hier ein, bevor das wieder kaputt geht und die blöde Tür wieder da ist. Okay. Aber man sieht schon, es wird halt echt für viel Abwechslung gesorgt, weil jetzt hast du hier wieder ein neues Element. Jetzt musst du dich hier küssen lassen, damit Spyro so ein bisschen horny wird und dann Superkräfte kriegt. Das ist halt schon cool, ne? Man hat in jedem Level irgendwie was anderes. Die sind alle total abwechslungsreich aus, sie sind farbenfroh und bunt. Gegner sind einfach witzig, auch wenn es einfach so Schwachsinnszeug ist hier wie die Biester. Es ist halt einfach cool. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir müssen offensichtlich da oben lang, weil hier geht's nicht weiter. Ich würde sagen, wir holen uns nochmal einen Bussi. Gib mir mal nochmal ein Küsschen. Hm. So, Spyro, nicht runterfallen. Dankeschön. Und dann rein hier in den Strudel.
Und dann gucken wir mal. Oh, scheiße. Okay, einen habe ich gekriegt. Für den Rest rennen wir erstmal dran vorbei. Geht ja nicht anders. Wir müssen erstmal dran vorbei rennen. Und kommen dann gleich mit dem Bussi nochmal wieder zurück. Da wird ja bestimmt irgendjemand sein, der uns nochmal einen Bussi gibt. Oh. Alter, es ist alles dünn und eklig hier. Hi Spyro. Kosoko. Du brauchst ein Küsschen, sonst geht gar nichts hier. Hey Spyro. Alle Drachen wissen, dass der Kuss einer Elfe magisch ist. Er kann deine Feuerkraft steigern. Das habe ich schon bemerkt. Da geht ordentlich was ab, du. Muss ich zugeben, das läuft. So, erstmal speichern. Komm ran. So. Es ist mal wieder Zeit zu speichern. Er ist wieder ein bisschen her, deswegen speichere. Spiel gespeichert. So. Da oben ist ein Mogli. Hier rennen wir jetzt einfach erstmal durch. Moin. Ja, ihr hört mal auf mit euren Granaten da. Das ist gar nicht nett von euch, sowas. So, hier gehen wir vorsichtig. Vorsichtig drumherum. Dass die auch immer an so abgelegenen Orten sein müssen, die Biester. Damit ich auch schön hier gleich mit Volldampf da langrennen muss durch diesen... Oh je. Okay. So, vorsichtig. 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 Okay. Immerhin ein Zehner. Läuft. So. Hier ist nichts außer die Fee noch. Okay. Vorsichtig hier drumrum, aber ganz vorsichtig. Oh. Mehr ist hier nicht. Okay, okay. Spyro, vorsichtig. Vorsichtig, Spyro. Okay. Gib mir mal alles Liebe. So, und los geht's. Jetzt müssen wir nämlich hier um die Kurve rum. Dann den wegzünden. Dann den wegzünden. Den wegzünden. Den wegzünden. Richtig viel Gas geben. Den wegzünden und... Ah, den hätten wir eigentlich auch noch wegzünden müssen. Naja, ist nicht ganz so schlimm. Ich bin erstmal zufrieden mit unseren Leistungen. Oh, ich sehe da schon wieder so eine dicke Kiste. Entweder gibt es eine Raketendingens oder den Supersprint. Ich hoffe auf den Raketendingens und nicht den Supersprint. Aber wie ich mein Glück kenne, gibt es hier irgendwo den scheiß Supersprint. Ich liebe den Supersprint. Ich und der Supersprint, wir sind, ne? Dicke Kollegen sind wir. Wir lieben uns. Ich liebe ihn. Er liebt mich. Hör auf hier mit Blitzen, um dich zu... scheiße. Okay. Ich wollte das gerne noch einsammeln, den Rubin-Dings-Juwel. Warte kurz. Ist zwar nur einer, aber auch der muss eingesammelt werden. So. Nun kannst du nochmal mich nach oben führen. Dankeschön. Ebenfix einmal hier lang. Genau. So ist fein. Und da hoch in... Jetzt ist die Frage. Guck mal, hier geht das doch da hinten auch noch hin. Ah, da war ich schon. Aber da geht das noch hin. Das sieht verdächtig aus. Das sieht verdächtig aus. Kann man da hinfliegen? Muss ich hier lang? Ah, warum hasst ihr mich so? Bumm. Oh Gott. Oh, warte. Ich glaube, hier ist ein Drache. Ne, hier noch nicht, aber in der nächsten Tür wahrscheinlich. Okay. Let's do it again. Oh, ich liebe den Supersprint. Er hat Ehre. Kann man da auf das Dach rauf? Sieht ein bisschen so aus, ne? Als könnte man da auf das Dach... Na, mal gucken. So, ich will nicht ablenken. Der Supersprint. Noch mehr? Oh, fuck. So viele Türen. Hallo, Granatenman. Na? Ach, guck mal hier. Okay. Ich kümmere mich erstmal um die einzelnen Türen. Oh. Und hier? Ein Drache. Na, immerhin. Hallo, Lutalo. Aufgepasst, hier kommt Spyro. Hab Geduld, mein Junge. Du bekommst schon bald die Gelegenheit zum ultimativen Kampf gegen Nastino. Ja, es ist nicht mehr weit, ne? 70 Drachen, ich glaube 100 gibt's insgesamt. Bin mir nicht ganz sicher. Erstmal wieder speichern, würde ich mal vorschlagen. Erstmal wieder speichern, ja, ganz gemütlich. Spiel gespeichert. So, dann brauchen wir einen Kuss zu einer Fee. So, damit ausgerüstet können wir uns dann erstmal hier um die ganzen Muggis kümmern. Du bist im Arsch. So. Dann war hier noch einer. Eben fix mal alles looten und einsammeln, was hier so auf uns wartet. Oh. Und lebt doch.
Und dann haben wir jetzt hier noch so eine Metalltür. Ich denke mal, die führt uns noch gleich weiter, weil sonst ist hier Sackgasse. Dann müssten wir seitlich den Weg fliegen. Ah ne, hier geht's ja weiter. Was ist denn hier noch drin? Hier geht's auch weiter. Okay. Kann ich mit Superfeuer auch die Kisten kaputt machen? Ah, scheiße. Tatsache. Das geht. Ihr wisst, was das bedeutet. Wir hätten da vorne schon so eine Kiste kaputt machen können. Ja, man kann nicht alles haben, ne? Guck mal, ich sammle nicht mal die Leben ein, weil voll überbewertet. Dong. Haben wir hier schon alle Drachen? Ne, einer fehlt noch. Also da kommt noch was. Na gut, da oben geht es noch weiter. Gut. Lass uns mal schauen, wo uns das hier hinführt. Erstmal zu einem Granatenmogli. Werfen die mit Granaten hier rum? Ich kann das immer noch nicht fassen. Was geht denn ab? Okay, hier brauchen wir ein Küsschen. Ohne Küsschen kommen wir hier nicht weiter. Aber das ist kein Problem. Den holen wir uns eben schnell. Kuss geht rein. Ja, so. Und dann aber ganz fix. Da lang, da lang, da lang. Noch mehr? Au. Du hast mich grenadiert. Ah, schade. Immerhin lebt es noch nicht. Das ist ja dann schon mal gar nicht so schlimm. Und da gibt es auch gleich wieder einen neuen Kuss. Küsschen. Oh, jetzt lebt er auch auf einmal. Oh, holy shit. Das sind viele von euch. Wo kommt ihr denn alle her? Dieses Castle ist wirklich gehaunted. Das kann man wohl im wahrsten Sinne des Wortes sagen. Mädel! Oh. Oh, mir fehlt noch ein Drache. Wo ist denn der? Ja. Ein Drache fehlt uns noch. Ja, dann wollen wir mal gucken. Wo haben wir den denn ausgelassen? Also hier runter geht das nicht. Ganz am Anfang, als wir diesen Weg gestartet sind, war, glaube ich, noch einer, den ich übersehen habe. Also ich hörte es klappern, aber ich habe ihn nicht gefunden. Lass uns da nochmal gucken, als das hier losging. Oder der blöde Supersprint eröffnet uns wieder irgendwelche Wege, die ich nicht kenne. Hier. Ich kann ihn hören, aber ich sehe ihn nicht. Vielleicht ist das draußen irgendwo oben. Bestimmt da hinten irgendwo. Wo ist der letzte Drache? Mal sehen, ich supersprinte jetzt nochmal, weil nee, es gab eigentlich nicht wirklich irgendeinen. Bis auf dass uns das die Tür geöffnet hat. Hat das nicht viel gebracht. Vielleicht müssen wir einfach durch eine Wand eiern oder so. Lass uns mal versuchen. Als wäre das irgendwo hier. Lass uns das nochmal versuchen. Er muss ganz nah sein. Ganz nah. Vielleicht, na, wir gehen erstmal weiter. Vielleicht bin ich auch einfach nur zu tödlich. Hier geht's nicht weiter. Hier geht's nicht weiter. Hier ging es weiter, aber hier ist Sackgasse. Das ist das, was wir von da oben gesehen haben, wo ich dachte, hier wäre es vielleicht. Ist es aber nicht. Naja, wir werden gleich nochmal gucken. Ja, ist gut, Hahn. Ist gut, Hahn.
Ihr hört den Hahn krähen, ihr wisst, was es bedeutet. Spyro leckt sich auch schon hier ein bisschen ab. Wir machen dann eben fix hier kurz mal ein Päuschen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst euch mal eine Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich immer gerne unter Video posten. Ansonsten sehen wir uns gleich im nächsten Part wieder. Ich versuche noch den letzten Drachen irgendwie zu finden. Und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.